Der letzte Sims 4 Teaser hat bereits verraten, dass wir uns demnächst über eine neue romantische Erweiterung freuen dürfen. Über den Inhalt und potenzielle Features möchte ich in diesem Video spekulieren. Es ist endlich wieder Erweiterungspack-Zeit bei The Sims 4 und ich muss sagen, ich freue mich gerade ein bisschen. Als der Quartalsteaser erschienen ist und man dann die Erweiterungen gesehen hat, war ich im ersten Moment schon irgendwie so ein bisschen überrascht. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, mit meinen Hochzeitsgeschichten wäre dieses romantische Thema dann schon abgedeckt. Sehen die Entwickler jetzt wohl scheinbar anders? Jetzt gibt's extra noch eine größere Erweiterung als nur vorher ein Gameplay-Pack. Ja, ich glaube, spätestens jetzt müssen wir uns so ein bisschen von diesem The Sims 3-Prinzip verabschieden. In The Sims 3 waren die Themen einfach noch wirklich klarer getrennt und da gab es wirklich zu jedem Themenblock dann eine große Erweiterung. Und bei The Sims 4 sind Themen manchmal auch recht nah beieinander, wie bei zu vermieten und Großstadt leben. Ich muss sagen, ich finde es wirklich gar nicht schlecht, dass die Entwickler da nochmal im Bereich der Romantik bei den Sims nochmal ein bisschen feintunen möchten. Das ganze System dahinter ist ja auch leider wirklich sehr oberflächlich teilweise, wenn man bei anderen Sims einfach nur 10 verschiedene Interaktionen abarbeiten muss und schon sind die Sims verliebt. Wenn da auf jeden Fall mal so ein bisschen Tiefe mit reinkommt und vielleicht auch noch ein Haufen süße Interaktionen reinkommen, dann kann ich mir das schon ganz cool vorstellen vielleicht. Ich meine, in The Sims 4 fehlt zum Beispiel auch, dass die Sims, wenn sie zusammen sind, in der Nacht aneinander gekuschelt im Bett liegen. Gerade so diese kleinen Details sind irgendwie so ein bisschen verloren gegangen und sowas finde ich dann in so einer Erweiterung echt sinnvoll zu ergänzen. Aber ich muss sagen, ich finde es aktuell sehr schwierig zu prognostizieren, was denn in so einer großen Erweiterung dann da so hinzukommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Entwickler sich an so Sachen wie ein Kompatibilitätssystem, was es ja in The Sims 2 gab, wieder rantrauen. Es wäre doch echt cool, wenn ein Sim nicht einfach random mit jedem flirten könnte und es funktioniert, sondern es so bestimmte Faktoren gibt, die ein Sim haben muss, damit überhaupt ein romantisches Level entstehen kann. An sich ist das ja teilweise sogar im Spiel schon so, aber wirklich so schwach, dass man, finde ich, davon im normalen Alltag irgendwie gar nichts merkt. Wenn es dieses System ins Spiel schafft, denke ich mal, dass sie das an die bereits vorhandenen Vorlieben und Abneigungen, die man im Cast definieren kann, irgendwie anknüpfen werden. Dann würde ich mich auf jeden Fall extrem darüber freuen, wenn das Dating-System nochmal ordentlich aufgebohrt wird. Da wäre es aus meiner Sicht irgendwie witzig, wenn die Entwickler vielleicht so neue Schauplätze, wo man dann daten kann, irgendwie hinzufügen. Mal schauen, was da so kommt. Und ich finde ja, das allgemeine Dating bei den Sims sollte grundlegend überarbeitet werden, weil das in der aktuellen Form mit diesen gesellschaftlichen Ereignissen, die man dann startet, irgendwie so ein bisschen langweilig ist. Man hat dann oben links so eine Liste, muss dann irgendwie die Interaktion abklappern. Und das ist dann irgendwie auch so ein Grund, warum ich oft gar nicht explizit diese Date-Interaktion auswähle. Umso cooler wäre es doch, wenn das Date wirklich mehr Bedeutung hätte, wenn man vielleicht im Vorhinein schon Dinge organisieren muss oder dann vielleicht auch überlegen muss, wo man mit dem Date dann so hingeht. Der eine mag vielleicht ein Date, was dann so in Form von einem Picknick stattfindet. Der andere findet genau das total schrecklich, da ist ja jeder ganz unterschiedlich. Dann wäre es auf jeden Fall witzig, wenn so ein Date auch mal Sims-typisch so richtig in die Hose gehen könnte. Wenn man sich auf dem ersten Date schon Nektar übers Hemd kippt, dann ist es wahrscheinlich nicht gerade förderlich. Oder vielleicht fliegen irgendwelche Lügen auf, die man der anderen Person, um besser rüberzukommen, aufgetischt hat. So Geschichten könnte ich mir da vorstellen. Ich würde mir einfach wünschen, dass man wirklich quasi aufpassen muss, wie man das Gespräch führt, dass man zuerst mit seichten Themen anfängt und wenn man sich vielleicht ganz dusselig anstellt, dass der andere Sims abbricht. Also ich glaube, man könnte das Ganze noch so ein bisschen tiefgründiger gestalten einfach. In dem Kontext könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass so polyamore Beziehungen irgendwie den Weg ins Spiel finden. Gerade ja, da die Sims so eine diverse Brand ist, denke ich, das wäre gar nicht mal so unrealistisch auf jeden Fall. Oder stellt euch vor, ihr könntet andere Sims richtig miteinander verkuppeln, vielleicht auch in Form von so einem kleinen gesellschaftlichen Ereignis oder so, das wäre ja auch sehr witzig. Viele in der Community haben sich ja auch so Online-Dating oder dann, wenn wir das in die aktuelle Zeit bringen wollen, vielleicht so ein Sims-Tinder irgendwie gewünscht. Muss ich sagen, wäre realistisch, finde ich persönlich jetzt aber auch nicht so mega interessant, kann aber gerne mit reinkommen.
als neue Karriere dann vielleicht sowas wie eine Art Paartherapeut oder so? Könnte ich mir auch vorstellen, wenn die Beziehung dann nicht ganz so gut läuft, dass man dann da andere Sims irgendwie unterstützen kann. Und natürlich auch ganz wichtig, die neue Welt darf nicht fehlen. Und zwar stehen hier, finde ich, so ein bisschen so Italien oder Frankreich im Raum, auch wenn das jetzt natürlich nur Spekulation ist. Wären für mich jetzt einfach so Städte, die man so ein bisschen mit Liebe verbindet. Und tatsächlich, Italien ist sogar aus dem Grund realistisch, weil Italien schon mal in einer Sims-Umfrage, die von den Entwicklern gestartet wurde, als mögliche Auswahloption aufgeführt wurde. Die Entwickler benutzen ja teilweise die Ergebnisse, die bei so einer Umfrage so rumkommen, auch ewig in die Zukunft. Die war nämlich aus 2020, kann aber jetzt in 2024 immer noch für Features verwendet werden. Ich habe ja früher in The Sims 3 Monte Vista geliebt. Das war wirklich meine Traumwelt und sowas in The Sims 4. Ich wäre sofort zufrieden. So eine italienische kleine Stadt mit Weinbergen, wo man mit seinen Sims durch so kleine Gässchen laufen kann und dann irgendwie in der Pizzeria irgendwie dann sein Date hat. Sowas kann ich mir total gut vorstellen. Und auch wenn ich mich so über diese Features freuen würde, habe ich zum aktuellen Zeitpunkt einfach ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, Romantik als Erweiterungspack-Thema wirkt irgendwie sehr klein. Und ich habe ein bisschen Angst, dass sie das so ein bisschen machen wie bei The Sims 4 zu vermieten, dass sie das Thema einfach relativ spezifisch schon halten und dadurch die Erweiterung auch gar nicht so viel Potenzial bietet, da irgendwie viel reinzupacken. Ich hoffe es natürlich nicht. Die Entwickler könnten bestimmt da eigentlich eine ganz coole Erweiterung draus schnüren, aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich echt ein bisschen skeptisch. Eigentlich hätte ich so ein Thema ja auch eher einem Gameplay-Pack zugeschrieben. Wir müssen auch wahrscheinlich eine ganze Weile warten, bis wir dann Infos zu dieser Erweiterung erhalten werden. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr zu potenziellen Leaks nichts verpassen wollt. Schaut auch gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Dort findet ihr viele Packs bis zu 50% reduziert. Link ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.